Was man sagen muss, die Jungs, Hannes Wolf und Sandro, die sind ja aus Polen da mit dem Auto hergefahren in der Nacht- und Nebelaktion. Gemeinsam mit Rudi haben die wirklich einfach, jetzt wenn wir gewonnen haben, ist natürlich einfach das zu erzählen, einfach einen guten Job gemacht, unaufgeregt und trotzdem der richtigen Emotionalität. Also eine gute Mischung gefunden aus Inhalt und auch Vertrauen geben. Aber es wurde jetzt nicht gezaubert, sondern wir haben uns auf relativ einfache Punkte verständigt. Es ist aufgegangen und deswegen stehen wir jetzt lächelnd heute hier. Zum Spekulieren sind andere da. Da habt ihr genügend Experten. Könnt ihr euch ja senderübergreifend mal ein paar Talkrunden aufziehen und darüber diskutieren. Genau, aber verrat nichts. Brauchst du denn als Bundestrainer? Wir werden sehen, was passiert. Schauen wir mal.